Artikel 25. Recht auf Essen, Unterkunft und ärztliche Versorgung. Wir alle haben das Recht auf einen menschenwürdigen Lebensstandard, auch wenn wir kein Geld verdienen können. Vor allem Kinder, alte oder behinderte Menschen, Kranke und Arbeitslose verdienen einen besonderen Schutz. Mütter und Kinder haben besonderen Anspruch auf Fürsorge und Unterstützung. Eheliche wie außereheliche Kinder genießen den gleichen sozialen Schutz. Besonders betont wird das, also wird hier der Schutz von Hilfebedürftigen. Um sie muss sich der Staat besonders kümmern. Gleichzeitig ergibt sich aus dem Artikel eine Verantwortung der reichen Länder für die Menschen in Katastrophengebieten und in Entwicklungsländern zum Beispiel. Das war der Artikel 25, Recht auf Essen, Unterkunft und ärztliche Versorgung. Bis dann.